Yo, wir sind auf dem Splash Festival, Bavarian Gladiator Shit. Wir haben hier unsere. Oh, sorry. Wir haben hier unsere. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich die Brezel nehmen. Wir haben unsere Augustiner und ja, gemütliche Runden, da die mal sagen. Beerbank Style, Creme Fresh Meats, Blumentopf. Der Dexter ist dabei, das ist aber eigentlich kein Bayer, aber der wohnt in Bayern und. Man kann sagen, das ist auch halber der Bayer. Keno, wie geht's dir? Ja, mir geht's fantastisch. Keno, wie geht's dir? Ja, also mir geht's ganz gut. Eigentlich geht's mir super. Blendend. Blendend. Keno, wie geht's dir? Ja, mir geht's den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Da kann man nichts sagen. Keno, wie geht's dir? Mir geht's halb beschissen, weil ich hab gestern zu viel getrunken. Mensch, Schuh, du musst immer alles kaputt machen, die ganze gute Laune hier am Tisch. Das ist ja das Bayerischste, was man machen kann. Ein bisschen granteln. Ja, okay, stimmt, 1-0 für dich. Ich geh mal weiter hier. Mir geht's auch nicht gut. Also ich glaub, mir geht's ähnlich wie dir. Wo hast du denn gestern getrunken? In Münster war's und der Club, der Ace Grey Club. Da haben wir mit VIP-Bereich und kübelweise Disco-Wasser konnten wir machen, was wir wollen. Okay, dann kommt eins zum anderen. Trinkst du eigentlich vor dem Auftritt? Vor Auftritten generell oder gar nicht? Ja, generell schon. Nee, vor Auftritt halt, also bevor du auf die Bühne gehst. Oder bist du da straight, ich trink nichts? Ja, auf gar keinen Fall trinke ich da. Also ich betrinke mich nicht, bevor ich auf die Bühne gehe. Das wäre ja furchtbar. Das mache ich erst in 5 Jahren, fange ich dann damit an. Die Rock'n'Roll züchten. Ja, und als DJ trinkt man auf jeden Fall immer vorher ein bisschen. So mein Ritual. Einen kurzen. Zum Beispiel. Ja. Braucht es so, dass die Körperspannung wieder aufkommt. Ja. Toni, du trinkst nicht, weil du isst lieber. Ich esse lieber, ja, weil ich heiß, also ist klar, ist ja mein Image auch. Aber ich trinke schon manchmal vorm Auftritt, ja? Ja. Hast du ein Problem damit? Können wir nachher austragen. Okay. Und? Keno, wie geht's dir? Ja, eigentlich wollten wir ja Weißwurstfrühstück machen. Aber es ist 6 Uhr abends, 18 Uhr. Und das wäre ja dann auch fake. Aber wenigstens Prezzo Styli. Ja, Keno ist jetzt endlich da. Keno, wie geht's dir? Hallo Lukas, mir geht's. Mir geht's gar nicht eigentlich. Aber danke. Ja. Wer hat eigentlich diese Dauerbrezen hier an den Tisch gebracht? Ja, das ist natürlich das Problem. Man macht so ein bayerisches Frühstück irgendwie fürs Internetfernsehen und lässt den Nicht-Bayern Brezen besorgen. Das ist natürlich krass für'n Arsch. Ja, es sind gedrehte Salzstangen. Gib mal ein Statement ab. Das ist keine Brezen, sondern es ist nur eine gebogene Salzstange. Das ist ein Unterschied. Ich glaube, es ist mehr schon fast das, was der Amerikaner unter Pretzel versteht. Ja. Ich glaube, es ist knapp schon die Brezel von der Achse des Bösen, an der sich Bush damals verschluckt hat. Ich glaube, das ist die Art von Brezel, um die es hier geht quasi in dem Fall. Das ist auf jeden Fall die Vergewaltigung der bayerischen Kultur, da sind wir uns alle einig. Ja, Dankeschön, dann, Dexter. Dann zeig mir doch du mir, wie man den Gräfen Hainichen an Brezeln kommt, an richtige. Das kann dir Keno zeigen. Keno, zeig's in die Kamera. Genau so. Das ist auch eine Verleumdung der schwäbischen Brezel. Die schwäbischen Brezeln sehen vollkommen anders aus. Die haben vorne, die sind hinten ganz dick, sind hinten eingeritzt und sind nur vorne dünn und knusprig und hinten ganz dick und breit und sind eingeritzt und weiß. Und da sind auch keine von diesen Salzkörnern drauf, sondern die sind einfach nur, das sind Laugebrezeln, die schwäbische Brezel. Also das ist weder eine bayerische noch eine schwäbische, es ist eine... Das ist eine Dauerbreze quasi. Das ist eine Pretzel. Erzähl mal was, Dex. Du hast einen Blumentopf-Remix gemacht, wie ich gehört habe. Ja, ich habe mir davon dann ein Haus gekauft. Von dem Geld. Nein.
auch eine Brezel zu essen. Ja, also ich finde die ja gut. Aber nee, ja, Seppalot hat mich halt angerufen, ob ich das machen will, und dann war es Ehrensache. Weil Blumentopf haben wir alle mal gehört und hören es immer noch. Fuck. Jetzt schon Legenden. Wie hast du eigentlich den Blumentopf kennengelernt? Wie ich Blumentopf kennengelernt habe? Ich hatte früher mal einen Teilzeitjob als Fee. War ich noch ziemlich klein. Und ich bin einmal gebucht worden für so eine Nasenaktion. Und da habe ich dann über Zufall den Wunder als erstes kennengelernt. Das war ganz witzig damals. Da hat es dann, glaube ich, auch in Text eingebaut irgendwann mal. Ja, und seitdem sind wir irgendwie immer ständig in Kontakt geblieben. Mittlerweile mache ich den Job nicht mehr. Aber ja, er hat mich halt dann auch seinen anderen Freunden vorgestellt und ein paar von denen leben auch noch. Ich darf mir sogar noch was wünschen, hast du da was gesagt, wo wir uns kennengelernt haben? Ja. Ich hätte jetzt gerne eine richtige Brezel. Ach so, nee, du hättest dir damals was wünschen können, aber jetzt, ich bin raus aus dem Business. Ja, okay. Ja. Ja, okay, und dann habt ihr euch kennengelernt und so und habt ihr euch dann gleich danach gegenseitig gedisst? Ich weiß, ihr habt einen Track auf dem Hast du Feuer? Auf dem Album. Wie ist es? Disst ihr euch jetzt noch immer gegenseitig, oder? Ja, immer wenn sich halt die Gelegenheit ergibt. Ich meine, ich bin halt immer noch sauer, dass ich damals eine Fee gebucht habe und Harry Potter bekommen habe, und deswegen, seitdem dissen wir uns halt regelmäßig, wann immer es geht. Ja, ist halt immer die Frage, also wir hatten ja nur eine halbe Stunde Zeit vorhin, da waren die noch irgendwie im Tourbus am Pennen, und die trauen sich halt nachher dann wieder nicht, uns auf die Bühne zu holen, weil sie halt nicht wollen, dass in ihrer Show, dass sie sich halt dann, also weißt du. Deswegen ist manchmal die Plattform für so ein Battle nicht da. Ja. Wenn die spielen, pennen wir und sind krass besoffen. Und wenn wir spielen, dann pennen die, weil sie gestern krass besoffen waren. Genau, so ist es halt eben. Und es ist halt einfach, diese wehrlosen, in der Ecke liegenden Gegner zu dissen, das tut man halt nicht. Nee, macht man nicht. Deswegen fällt es halt gegenseitig manchmal auf der öffentlichen Bühne aus. Aber manchmal treffen wir uns im Glockenbachviertel zufällig auf der Straße, Schuh und ich. Und dann schon vom Weiten so nehmen wir so alte Run-DMC, Aerosmith-Posen ein. Dann geht's richtig rund so. Da kocht der Asphalt. Da kocht der Asphalt im Glockenbach. Ihr spielt ziemlich, ziemlich oft auf dem Splash. Ist es denn auch so, dass man sich freut, auf Splash zu fahren, wenn man jetzt Blumentopf ist und nicht Creme Fresh, die jetzt zum ersten Mal auf dem Splash gespielt haben? Und wir spielen eigentlich fast immer jedes zweite Jahr hier. Und wir würden es nicht machen, wenn wir es nicht gut finden würden. Also ist schon echt cool. Ich finde auch, eigentlich ist ganz angenehm, dass sich die Location so alle 4 Jahre ändert. Somit ist es für uns dann auch immer was Neues wieder, und es ist immer ein großes Hallo im Backstage-Bereich mit euch, mit vielen anderen Künstlern auch, und ja, das ist schon eine Institution und es ist cool, da zu sein und zu spielen. Wir haben es allerdings noch nie gemacht, dass wir alle 3 Tage da waren, glaube ich. Wir haben die meisten Splash-Besuche waren kurz vorm Auftritt kommen, Show spielen und sofort wieder fahren. Ganz Profi-like. Diesmal sind wir sehr früh da und bleiben auch noch ein bisschen länger. Wir werden uns noch ein paar andere Acts noch angucken. Ja, und das Wetter ist schön, sehr Unsplash-typisch. Wart ihr denn schon mal irgendjemand von euch privat auf einem Festival mit Zelten 3 Tage? Ja, klar. In Passau damals auf der Burg beim Punk-Festival. Ist ungefähr gefühlte 100 Jahre her. Und bist du nicht aufgetreten? Nee, da habe ich nur getrunken. Aber die Legenden erzählen ja, dass du auch mal in einer Punkband warst. Ist das denn wahr? Wollte ich immer schon wissen. Die Elche hießen die. Nein, das ist wirklich so. Umweltverschmutzer, ich schieß dich auf den Mond, du Schwein. Weißt du? Das war gehaltvoll. Da ging's noch los. Aber ich weiß gar nicht mehr, das war großartig. Ich habe letztens sogar, hat mir jemand angedroht, der hat das Demo noch daheim. Ich kann's ja mal ins Netz stellen. Die Elche. Ich habe Bass gespielt. Bei den Elchen. Ist da mit einer Reunion zu rechnen irgendwann? Kommt jetzt drauf an, wie es beim Topf weiterläuft. Aber vom Blumentopf zu den Elchen ist es nicht weit. Bandnamen technisch auf jeden Fall. Haben wir da beide Male groß abgesahnt. Und ja, also da würde mich schon freuen, wieder so ein bisschen etwas härtere Musik zu machen, wobei das natürlich kaum möglich ist. Also noch härtere Musik als Blumentopf ist wirklich kaum möglich. Warst du denn auch, also private Festivalerlebnisse?
Nee, ich war nie auf Festivals. Ich bin immer nur auf bestuhlte Konzerte in der Philharmonie gegangen früher. Und auf Messen und so? Messen, Kirchen, Choräle, solche Sachen halt. Gehaltvolleres, inhaltsvolleres halt. Ihr habt gespielt, vorhin gerade, Creme Fresh. War ja cool, was los eigentlich. Wie war's? Ja, war top. Also, welche Band kann schon von sich behaupten, dass sie direkt nach Wu-Tang spielt? Wir können. Es war cool, hat Spaß gemacht. Es war mehr los, als wir erwartet haben eigentlich. Also, auf diesem Gelände sieht halt auch ein riesiges Publikum oft ziemlich klein aus. Aber ich denke, wir können schon auf jeden Fall zufrieden sein. Uns hat großen Spaß gemacht.